Und da bin ich auch wieder. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Wockedy Pockedys Ori and the Blind Forest. Wir befinden uns hier, haben gerade das gesamte Areal hier unten erkundet und erforscht. Und jetzt geht's auf den Weg nach oben, denn wir müssen zu diesem Punkt. Da steht der Gizzo-Baum, da muss das Wasser hin, die Wasserader hin, die ja die das Gumon von uns geklaut hatte, entführt hatte. In einer sehr, sehr, sehr niedlichen Rettungsaktion haben wir Gumon den Stein von den Füßen geholt und er hat uns dafür aus Dankbarkeit unsere Wasserader zurückgeschenkt. Sehr niedliche Geschichte. Aber dieses Areal hier haben wir noch nicht erforscht. Und da gehe ich jetzt mal hoch. Aha, das geht hier also nicht. Das heißt, wir müssen unten rum. Ich speichere das Ganze. Ach ja, und das war ja hier die Geschichte, wo ich mir nicht sicher war, ob das funktioniert. Ich kann im Wasser atmen. Wir lassen diesen Bereich. Ich mache das erst, wenn ich Wasseratmung habe. Weil es fehlt ja jetzt wirklich nicht mehr viel. Dann können wir ja diesen zweiten Punkt einsetzen. Und dann ist die Chance groß, dass wir bald unter Wasser atmen können. Dann macht das halt auch nichts mehr aus, wenn wir dann da runterfallen. Au. Naja. Das heißt, nur noch so ein paar tausend Monster. Ach nee, Quatsch. Noch so ein paar tausend Monster hier irgendwie verkasematuckeln. Ja. Wow. Was war das? Ja. Ist ja gut. Ich speichere mal vorsichtshalber. Hier sind mir zu viele Stacheln. Wie soll man denn da runterkommen? Die sind ja lustig. Das habe ich mir gedacht. Also es ist, glaube ich, zwingend notwendig, dass man auch echt mal so ein, zwei Treffer kassieren kann, ne? So kommt es mir zumindest vor. Denn anderweitig klappt das ja gar nicht. Wie soll ich da bitte schön hochkommen? Die sind ja herzallerliebst. Ja, gut. Das klappt schon mal nicht. Ach, obwohl, das könnte so gedacht sein, dass man da reinhüpft, senkrecht runterfällt und kurz vor knapp diesen Sprung aus. Das ist jetzt mal eine neue Herausforderung. Wocke forscht. Kann es sein oder nicht? Ja. Was ihr jetzt nicht seht, ist, ich bin gerade ganz stolz auf mich. So. Zack. Ich habe einen neuen Fähigkeitenpunkt erhalten. Den werden wir direkt umsetzen. Und jetzt können wir unter Wasser atmen. Fähigkeitenpunkte. Ich komme. Mein Gott. Wie sollen wir denn jetzt da hochkommen? Gibt's da ein Geheimnis? Ja. Ja. Na. Herzlichen Glückwunsch. Danke für nichts. Ja, ist ja gut. Na komm. Nein. Das
Ja. Nein. Andersrum wäre auch nicht gegangen. Das ist ja jetzt mal totaler Quatsch hier. So. Wahrscheinlich noch ein bisschen warten mit dieser Stelle. Ich denke mal, wir kriegen noch was, weil wir haben ja noch ein paar offen hier, ne? So. Und wenn ich mir das hier angucke, hat das bestimmt auch irgendwie... Wir werden sehen. So. Stelle merken. Na, ob ich mir die merken kann. Naja. Au. Ja, auf jeden Fall brauchen wir dann jetzt hier unsere Leben verschwenden damit. Die Gesundheit gleich nochmal auffüllen. Unterwasseratmung. Ach so, jetzt renne ich hier hoch, ich Dumpfbacke. Will ich doch gar nicht. Ich will doch runter. Na toll. Och, nö. Warum speichere ich denn nicht? Es tut mir leid, liebe Zuschauer. Es ist mal wieder... Wocke konzentriert sich nicht. An dieser Stelle speichern. So. Ja, ja. Und konzentriert sich immer noch nicht. Herrschaftszeiten. Kein Kommentar dazu. Ist das richtig? Ja, hier ist richtig. Dann müssten wir jetzt theoretisch hier unten drin atmen können. Warum geht das nicht? Ich denke... Das glaube ich jetzt nicht, ne? Das heißt, wir haben jetzt die ganze Zeit einem Talent hinterhergejagt, was uns gar nichts bringt? Ist das euer Ernst? Ich glaube, es hackt. Das heißt, das bringt uns jetzt alles nichts? Na super. In der Zeit hätte ich ja... Naja, ganz andere Sachen machen können. Ja, schön. Also doch falsch geskillt. Seht ihr mal? So kann es gehen. So, aber nichtsdestotrotz. Das ist ja jetzt mal schäbig hier. Fiese Stelle. Also, da ist man richtig im Kreuzfeuer.
So, da speichere ich jetzt auch einfach nochmal. Gut, das klappt so nicht. Energie. Grüne Energie. Und warum ist die jetzt hier nicht mehr? Schiebung. Na, das können wir jetzt knicken hier. Wie soll das funktionieren? Heben wir uns, glaube ich, auch für später auf. Ich merke schon, ich fange an, mich hier zu zerbeißen. Nicht zerbeißen, verbeißen. Sich zu zerbeißen ist auch unschön. Aber ja, da ich ja jetzt wieder erwartend doch nicht unter Wasser atmen kann, machen wir ganz schlicht und ergreifend mit dem normalen Storyverlauf weiter, nämlich der normale Storyverlauf wäre jetzt der Ginsobaum. Allerdings habe ich jetzt die Wahl, die restlichen Türen, die man mit 4 Energiepunkten öffnen kann, noch zu öffnen. Und ich glaube, das möchte ich jetzt erstmal tun. Abgesehen davon ist hier hinten auch noch was offen, wo wir bislang nicht rangekommen sind. Aber jetzt sind wir echt am ganz anderen Ende. Macht nichts. Irgendwann müssen wir es tun. Ich mach's jetzt. So. Oben rum, unten rum ist egal. Achso, da ist er wieder. Nein! Ach! Nee, so ein Unsinn. So, hier hoch. Hüpf, hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Nein. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Und dann wird gespeichert. Genau, da hinten ist die erste Tür. Jetzt dürfen wir nur nicht all unsere Punkte verbraten hier. Ist da oben noch einer? Nein, da ist keiner mehr. Das heißt, mit der Speicherei ein bisschen vorsichtig sein. Ein bisschen sparsamer. So. Nee. Ich muss mich konzentrieren. So, hier unten dürfen wir auf gar keinen Fall runter, denn da ist Wasser. Den haben wir uns schon geholt. Und da ist jetzt überall Wasser unten drunter, ne?
Wie kommen wir denn dann dahin? Von der anderen Seite. Ha, sehr witzig. Und 4 Stück haben wir auch eh nicht davon. Es ist gar nicht so einfach. Es ist wirklich nicht so einfach. Aber was ist denn dann jetzt bitte schön sauberes Wasser? Ist das blaue sauberes Wasser? Kann das sein? Aber den kriege ich nicht kaputt hier. Den kriege ich nicht kaputt. Was soll's? Ich bewege mich jetzt einfach wieder zurück. Nein, durch, doch durch. Wir machen jetzt den Ginsobaum. Was soll's denn? Und erst wenn wir wieder vor Fähigkeiten strotzen, dann machen wir was Neues. So, Spiel gespeichert. Ja, und wie kommt man denn da rein? Da muss man doch irgendwie hinkommen. Ich habe keine Ahnung. Naja. Schauen wir erstmal auf die Karte. Da oben kommen wir jetzt hin. Ja, Moment, kommen wir da denn überhaupt hin? Müssen wir durch die ganze Höhle durch. Nein. Schaffen wir das zurück in einem? Das hat ja mal geklappt. Geil. Finde ich gut. Dann werden wir schon wieder hinterhältig beschossen. Und sind auch gleich platt. Weil... Weil wegen sowas. Hier waren wir noch nicht. Haha. Ein neues Areal. Ein neues Areal und hier ist... da kommen wir nicht hin. Da brauchen wir dann wahrscheinlich die anderen Fähigkeiten, Fertigkeitenpunkte. So, die anderen Fähigkeitenpunkte. Ja, da kommen wir nicht hin. Dann hüpfen wir mal hier rüber. Da oben ist... Ah, da kamen wir vorhin nicht hoch. Aha. Da lichtet sich doch der Dschungel.
Auch direkt speichern. Und hier ist unsere Laserparty. Oh. Unsere. Gut, dass wir direkt gespeichert haben. Oh. Das war mal ein Satz mit X. Meine Güte, da wird Ori ja direkt gegrillt. Mit einer großen Stichflamme. Eigentlich ist das nicht lustig, Wucke. Eigentlich. So, speichern. War knapp. Nochmal speichern. So. Da oben komme ich jetzt hoch. Ja, nein, vielleicht. Wenn nein, warum nicht? Da oben komme ich nicht hoch, ohne weiteres. Da fehlt mir dann nochmal was. Oder, Moment, ich könnte probieren. Ich könnte probieren, dahin zu kommen, allerdings mache ich das in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Tschüss, tschüss.